Da ist Hühnerherzen. Könnt ihr was mal ist gucken? Da? Hühnerherzen sind das. Mag der Hühnerherzen? Ja, das darf nicht irgendwelches Fleisch sein, was gesalzen oder gepfeffert ist. Das muss roh sein. Kriegst du zu kaufen, also eingefrostet, eingefroren. Und dann taue ich es auf. Dauert so 10 Minuten, dann ist es schön warm und weich. Und wo kaufen Sie das? Ach, das kann man überall eigentlich kaufen. Also oft im Kaufland da oder auch bei Lidl. Da das muss man echte bloß Hühnerherzen, ja? Lass mal an. Ja, aber wie gesagt, das sind die Hühnerherzen, aber das Paket ist was anderes. Ja. Rücksrinnen mache. Ja, mein Süßer, ne? Und wie lange suchen Sie Ihren Süßen schon? Ach, jahrelang. Jahrelang gibt es den schon? Ja, da kommen immer mal der Neue. Wenn der eine nicht mehr ist, dann kommt der Kumpel. Und einen Namen haben Sie ihm nicht gegeben? Nee. Wie heißt denn das Tier oder was ist das für eine Art von Fischreiher. Ein Fischreiher. Du bist ein kleiner Fischreiher. Kein Graureiher. Wie? Kein Graureiher. Ach, ich weiß nicht, ob die Graureiher heißen. Die haben immer gesagt Fischreiher. Weil wir die ja schon so lange kennen. Erst haben wir immer Schwäne gefüttert. Die kamen auch immer hier vorbei. Die kommen nicht mehr. Die wollen ihre Ruhe haben. Oh ja. Na, kleines Mäuschen, jetzt bist du schön satt. Jetzt kannst du Weihnachten schön feiern. Mit dem Onkel. Mein Süßer. Weil das ist ein wunderschönes Tier, oder? Ja, ja. Der ist lieb und nett. Und wie oft füttern Sie ihn? Naja, wenn ich Zeit habe und Lust habe, ich muss ja auch einkaufen, das Zeug. Dann wird es eingefroren und dann. Ah, nicht jeden Tag jetzt? Na, oft, sagen wir mal so. Wenn ich ihn sehe und er steht hier und denkt, oh, ich habe nichts zu essen, warum kommt dann alle nur nicht mich immer fotografieren? Ja. Das will er nicht. Ich dachte, er mag es, fotografiert zu werden. Ach, was hat er denn davon? Er möchte essen und trinken, genau wie wir auch. Er war neulich mal am Tagesspiegel. Haben Sie das mitbekommen? Im Tagesspiegel war ein Foto von ihm. Nee, halt nicht mitgekriegt. Und da stand in der Unterschrift der meist fotografierte Reiher Berlins. Mhm. Hier, von hier, ja? Ja. Naja. Also Sie haben schon so eine persönliche Verbindung. Ja, auf jeden Fall. Naja, und vor allen Dingen, wir waren auch jahrelang am Engelbecken hinten, da ist es ja auch immer schön. Da war immer so ein weiße Schwäne. Und die haben dann immer Junge gekriegt, die waren ja auch niedlich. Und nach einem halben Jahr fliegen die immer weg und suchen sich eine neue Wohnung oder ein neues Zuhause. Ah, das da bleiben bloß die Eltern wohnen. Das war jetzt relativ. Da darfst du aber nicht mehr füttern, weil die füttern dann irgendwelche anderen Leute. Das war jetzt relativ viel Hühnerfleisch. Also der kann schon was runterschlucken, oder? Ja, da staune ich auch, dass er das alles aufgegessen hat. Da hat er gestern wahrscheinlich nichts gekriegt, weil alle ja den Heiligabend gefeiert haben. War keiner da, mein Süßer, wa? Wie viel Gramm waren das jetzt? Schon 150 Gramm? Ach, das weiß ich nicht. Ich kaufe so ein großes Paket. Und dann mache ich so drei Dinger raus und tue die auf und dann schmecken sie gut. Aber alle lieben ihn, ne? Er ist ein Hingucker. Er ist ein Hingucker. Ja, ja, die kommen ja alle vorbei und jeder knipst ihn immer und denkt aber nicht dran, dass der Kleine ja auch Hunger hat. Aber hat ihn nicht jemand Epikur genannt? Wie? Epikur. Weil er so stoisch ist. Epikur, habe ich gehört, ist sein Name. Daher weiß ich nicht. Davon weiß ich nicht. Naja. Was machen Sie heute noch an Weihnachten nach dem Reiherbesuch? Na, gemütlich feiern. Wie sieht so ein Weihnachtsfest bei Ihnen aus? Ach, herrlich. Alle schön glitzerig und der Weihnachtsbaum glitzert. Auch Lametta, richtig Lametta? Ja. Nee, Lametta nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Wir wollen auch keine richtigen Tannenbäume mehr, sondern der künstliche, den kannst du in den Keller stellen. Nächstes, der holst du wieder raus, hast du die ganzen kleinen leuchtenden Kugeln und die leuchtenden Kerzen und dann wird die Wohnung nicht abgefackelt. Ja, so, das gut. Darf nicht sein. Die Wohnung darf man nicht abfackeln. Ne? Weil nee, um Gottes Willen, war ein Mäuschen. So ein Reiher darf man sich auch nicht als Haustier halten. Nee. Ne? Der muss frei sein. Ja, der muss frei sein. Bitte mein Süßer, ne? Ja, kleine Maus. Mit deinen dünnen Beinchen. Letztes Mal, als ich gefüttert habe, dann hat er hinten gekackt, aber wie? Da kam alles raus und die ganze helle Soße. Wirklich? Ja, ja. Da habe ich mich schon gewundert, dass er ein Stück weggelaufen ist und war da drüben auf der anderen Seite. Und dann. Ein Mäuschen?
Ägypten. Aber ich fasse es nicht, dass das schon verschiedene Reihen sind. Ich dachte, das wäre immer der gleiche in den letzten Jahren. Es ist nicht immer der gleiche. Es waren auch schon andere da. Das heißt, die Familie. Das spricht sich rum. Ja. Das ist hier gutes Hühnerfleisch. Ja, ja. Und es ist ja auch so, es gibt ja noch andere Stellen, wo die auch teilweise da hinten auf der Insel, wo kein Mensch hoch darf. Also wenn du hier über die Brücke gehst, dann ist doch da hinten das Wasser und dann ist wieder so ein, naja, so eine Landzunge, sagen wir mal, wo die Boote zwar anhalten dürfen, aber da kann ja keiner rauf, da sind ja die Haare. Und, so. Und da sitzen die dann auch alle, auch andere noch so, was alles noch so unterwegs ist. Und ich finde es schön. War ein Mäuschen? Hast jetzt schöne Weihnachten und die wird im Bauch drin. Ja, mein Süßer. Bitte kleiner Süßer, ne? Ja, bitte mein Süßer. Schade, dass man die nicht streicheln kann. Schon mal probiert? Nicht. Nee, also das würde ich auch nicht machen.